yum, yum, yum. Yum. Hey, Drax, hör auf! Warum denn? Du bist doch kein Buchstabenfresser! Nun, mein schwarzer Freund, das sieht ja ganz so aus, als hättest du übers Wochenende so richtig Entzugserscheinungen nach dem Buchstabenfresser gehabt. Jawohl! Naja, ein bisschen verstehen kann ich's ja. Dabei haben wir extra am Freitag eine Zusatzshow gemacht, damit die Kinder und natürlich auch du wieder erfahren, wie es weitergeht. Aber Samstag und Sonntag waren so lange. Okay, Drax, dann wollen wir die Kinder jetzt auch gleich erlösen von der langen Wartezeit. Oder nein, eigentlich wollen wir schon wissen, was denn die Kinder für Ideen gehabt hätten, um den Buchstabenfresser wieder ins Ei zu bekommen, oder? Na sicher! Okay, Kinder, ihr im Wohnzimmer jetzt. Wer von euch hat unsere kleine Kreativaufgabe denn gemacht? Ich weiß, ein paar von euch haben uns sogar Ideen geschickt. Aber wer hat uns nichts geschickt? Ich sehe da ein paar ganz betretene Gesichter. Drax, du darfst jetzt nicht reden. Oder hattest du auch eine Idee? Na klar. Und welche, wenn ich so dezent nachfragen darf? Den Buchstabenfresser in ein Ei stecken. Okay, Drax, also keine tolle Idee. Jetzt höre ich mir lieber mal die Kinder an. Okay? Klingt cool. Wow, was für eine Idee. Aber schauen wir mal, was Herr Dill für eine Idee hat. Also wie gesagt, sie wollen den Buchstabenfresser wieder in ein Ei bekommen. Er ging zu einer freien Stelle zwischen den Bäumen und malte mit Kreide einen großen Kreis auf den Boden. »Was ist das?« fragte Papa. Herr Dill sagte, »Das ist ein Kreis. Mal sehen, ob er anbeißt, der Buchstabenfresser.« »Ob er den Kreis anbeißt?« fragte Claudia. »Ja, so könnte man es auch nennen«, sagte Herr Dill. »Löscht heute Abend auf jeden Fall das Licht in der Küche und stört ihn nicht beim Fressen.« Am nächsten Morgen kam Herr Dill schon bei Sonnenaufgang, klingelte stürmisch an der Haustür und rannte gleich in die Küche. »Aha, es hat geklappt«, rief er dort. »Schauen Sie mal, wo gestern der Kreis war, liegt heute Morgen ein Häufchen Reis. Er hat das Kürr gefressen, ganz wie ich's vermutete.« »Soll ich den Reis aufkehren?«, fragte Claudia. »Nein, um Himmels Willen, nein«, sagte Herr Dill. »Der bleibt da liegen bis morgen früh. Genauer gesagt, bis heute Nacht. Habt ihr eigentlich einen Kühlschrank in eurer Küche?« »Ja, dort hinter dem Tannenbaum«, sagte Claudia. »Sie meint hinter der Fichte«, verbesserte Papa. Herr Dill sagte, »Das ist gut, den werden wir morgen früh brauchen.« Am nächsten Morgen war der Reis verschwunden. An seiner Stelle lagen jetzt 4 Eiswürfel in einer kleinen Wasserpfütze. »Schnell in den Kühlschrank mit dem Eis«, befahl Herr Dill, der wieder im ersten Morgengrauen die Familie aus dem Schlaf geklingelt hatte. »Er hat das Rühr gefressen, ganz wie geplant. Hoffentlich frisst er heute Nacht da weiter und beißt nicht in eine Decke oder eine Tasche.«
Erst am späten Abend wurde das Eis aus dem Kühlschrank geholt und dort unter die Fichte gelegt, wo vorher schon der Reis gelegen hatte. Und es klappte tatsächlich. Am nächsten Morgen wurden alle davon wach, dass Herr Dill aus der Küche rief: Er hat das Eis verschluckt! Er hat das Eis verschluckt! Herr Dill hatte auf dem alten Sofa im Wohnzimmer übernachtet und war deshalb noch früher als sonst in der Küche. Er hat aus dem Eis ein Ei gemacht und er hat das Ei so gemacht, wie er es für richtig hält. Schaut nur! Ein schönes, himmelblaues Ei, groß wie ein Autoreifen, mit kleinen Buchstaben drauf. Jetzt müssen wir nur noch herauskriegen, ob er tatsächlich im Ei sitzt. Hm? Weiterlesen, bitte! Hey, Trax, du weißt doch, dass das eine Fortsetzungsgeschichte ist. Das heißt, sie geht am Mittwoch in der nächsten Trax-Show weiter. Na, hoffentlich! Na, Kinder, das seid ihr mittlerweile auch schon gewohnt. Ihr seht den Herrn Lehrer nicht, ihr hört ihn nur. Aber du siehst dafür gut die Buchseite. Heute sind wir im Trax-Buch. Teil B auf Seite 109. Und wir beginnen oben bei der Nummer 1. Hier steht, 4 Fragen kannst du beantworten. Kreuze sie an und antworte. Beziehen sollst du dich dabei auf dieses Bild. Was sehen wir denn auf diesem Bild alles? Ich höre mal kurz, was ihr mir aus dem Wohnzimmer zuruft. Aha, eine Verkäuferin. Wer hat sie schon entdeckt? Gut, das ist die Verkäuferin. Ein Mädchen, richtig. Wie heißt dieses Mädchen? Das steht irgendwo auf dem Bild. Schau mal, wo ist das Mädchen? Bitte Achtung, du sagst Stopp, wenn mein Bleistiftspitze über dem richtigen Bild ist. Ah, sehr gut, das ist das Mädchen und es heißt Ronja. Ist übrigens ein Name aus Skandinavien. Und du siehst noch was? Was denn alles? Aha, hier haben wir einen Teddybären. Und wir wissen sogar, wie viel dieser Teddybär kostet. Heb bitte mal so viele Finger in deinem Zimmer, wie der Teddybär kostet. Nein, nicht nur 2. 7 natürlich, eine ganze Hand und noch 2 dazu. Und was sehen wir noch? Einen Ball, sehr gut. Dieser Ball kostet 9 Euro. Und mit diesem Bild werden wir jetzt versuchen, die Fragen zu beantworten. Erste Frage, welches Geschenk ist teurer? Der Bär oder der Ball? Schau genau, schau auf das Preisschild. Der Ball ist teurer. Und das schreibst du bitte jetzt hinein. Die nächste Frage wäre, wie alt ist Ronja? Siehst du das auf diesem Bild, wie alt Ronja ist? Aha. Ah, du glaubst, sie ist so alt wie du. Okay, das wäre möglich, aber steht es genau hier? Steht irgendwo hier, Ronja ist 7 Jahre alt oder 8 Jahre alt? Aha, hast du richtig erkannt? Nein, diese Frage kannst du daher nicht beantworten. Bitte nicht ankreuzen. Die nächste Frage. Wie viel muss Ronja bezahlen? Sie kauft was? Sie kauft 2 Geschenke. Welche 2 könnten denn das sein? Aha, du hast das richtig bemerkt. Es gibt eh nur 2 verschiedene. Das heißt, sie kauft den Bären und den Ball. Wie viel muss Ronja bezahlen? Was kostet der Bär? Okay, habe ich gut gehört von dir. Und wie viel kostet der Ball? Okay, auch das hast du richtig gesagt. Das heißt, deine Rechnung heißt 7 Euro plus 9 Euro ist, ich habe schon irgendwo aus dem Hintergrund gehört, ist natürlich 16 Euro.
So, die nächste Frage, und natürlich das Kreuz machen, weil diese Frage konntest du beantworten. Wie viel Geld hat Ronja in den Händen? In den Händen, also in beiden Händen. Schau genau. Wie viel sind das? 10 plus 5 Euro und plus 2 Euro. Und das ist zusammen, ganz richtig bemerkt, 17 Euro. Diese Frage konntest du beantworten. Wie viel Taschengeld bekommt Ronja? Glaubst du, hat sie das ganze Taschengeld mit? Oder wissen wir das nicht? Richtig, meine Lieben, wir wissen es nicht. Diese Frage kannst du nicht beantworten. Das heißt, diese Frage müssen wir eigentlich beantworten können, denn 4 sollst du beantworten. Die Frage ist, hat Ronja genug Geld? Wie viel muss sie bezahlen? Das haben wir irgendwo schon ausgerechnet. Richtig, sie muss 16 Euro bezahlen. Wie viel hat sie? 17. Hat Ronja genug Geld? Ja oder nein? Alle, die Ja sagen, heben bitte die rechte Hand. Alle, die Nein sagen, heben die linke Hand. Oh, genier dich, wer hat da die linke Hand gehoben? Ah, zum Glück keiner. Also Ronja hat genug Geld. Ja, und wir machen gleich weiter mit Nummer 2. Wieder, welche Fragen kannst du beantworten? Und zuerst schauen wir uns das Bild an. Was sehen wir auf dem Bild? Okay, ein Mädchen, habe ich gerade gehört. Wie heißt dieses Mädchen? Schau genau, es steht versteckt auf dem lila Kleid, Fini. Eine Kurzform für Josephine übrigens. Und dann steht hier noch ihre Mama, perfekt. Und Mama sagt etwas zu Fini, was sagt sie denn? Deine 5 Freundinnen sind alle da. Am Tisch steht eine Torte. Und was hat Fini in der Hand? Einen Bären und einen Ball. Möglicherweise hat hier die Ronja ja die Geschenke für Fini eingekauft. Gut, erste Frage. Wie alt wird Fini? Wie findest du das heraus? Denk an deine eigene Geburtstagstorte. Da sind meistens wie viele Kerzen drauf? So viele Kerzen, wie du alt wirst. Dann brauchst du jetzt nur mal schauen, wie viele Kerzen sind hier drauf. Ich höre dir mal kurz zu. Wie viele Kerzen hast du gezählt? Wunderbar. 7 Kerzen, das heißt, wie alt wird Fini? 7 Jahre. Diese Frage konnten wir beantworten. Zweite Frage. Welches Geschenk ist schöner? Wer wird denn das entscheiden? Du oder vielleicht Fini? Weißt du, was Fini sich über die Geschenke denkt? Eigentlich nicht. Du könntest hier höchstens beantworten, welches Geschenk du für schöner findest. Und das wird bei jedem von euch verschieden sein. Diese Frage können wir also nicht beantworten. Nächste Frage. Wann hat Ihre Mutter Geburtstag? Sehen wir das? Wissen wir, wie alt Ihre Mama ist? Aha, wir wissen es wirklich nicht. Diese Frage können wir also nicht beantworten. Jetzt bin ich neugierig, ob du diese Frage beantworten kannst. Wie alt ist Fini in 8 Jahren? Du sagst, das kannst du nicht beantworten. Geh, trau dich doch, denk nach. Wissen wir, wie alt Fini jetzt ist oder an diesem Geburtstag wird? Richtig, sie ist jetzt dann demnächst 7 Jahre alt. Und in 8 Jahren wird sie wie viele Jahre alt sein? Wie viele Jahre kommen dann zu den 7 dazu? Richtig, wir schaffen das ja doch. 7 plus 8. Und das musst du nur mehr ausrechnen. Machst du das ganz schnell?
Okay, ich hab's schon aus einigen Zimmern gehört und die 15 sind natürlich richtig. Diese Frage konnte also beantwortet werden. Für wie viele Kinder muss gedeckt sein? Denk mal genau nach. Wie viele Kinder sind bei diesem Geburtstag? Aha, ich höre schon, da ruft jemand ganz laut 5. Arme Fini, bei dir bekommt sie nichts von der Torte, bei dir bekommen nur die Gäste was. Fini will natürlich auch was von der Torte, denk dran, du, bei unseren Geburtstagsfeiern in der Klasse ist es ja genauso. Also, 5 Freundinnen plus Fini, also wie viele Kinder sind da und für wie viele Kinder muss Mama aufdecken? Richtig. Für 5 plus 1 und das sind 6. Letzte Frage. Wie schmeckt Himbeertorte? Miam, miam, miam. Ich hör's. Alle von euch rufen, gut. Ist das eine Frage, die wir beantworten können oder nicht? Ich denke schon. Also, ich glaube, diese Frage kannst du durchaus beantworten. Aber ich würde hinschreiben, mir schmeckt sie gut oder mir schmeckt sie nicht so gut. So, und natürlich wäre auch vielleicht diese Frage beantwortbar. Du könntest jetzt sagen, welches Geschenk dir besser gefällt. Dann könntest du hinschreiben, mir gefällt der Ball besser oder mir gefällt der Bär besser oder einfach nur der Ball oder der Bär. Das muss aber, glaube ich, nicht sein. So, wir hätten das Tragsbuch Seite 109 fertig. Die nächste Übung für Balance ist der Kranich. Das zeigt uns hier der Aram. Fußstrecken nach vorne, seitwärts ausdrehen, Fußstreckung hinten, Fuß hinten abwinkeln und wieder absenken und dann mit dem anderen Fuß. Knie heben, Fußstreckung, ausdrehen nach hinten, Knie abwinkeln und absetzen. Bleiben wir gleich in der Tierwelt. Kraniche fressen Frösche. Und hier haben wir schon den Frosch. Und wenn der Frosch flüchten muss, muss er wegspringen. In einen Strecksprung. Weiter geht's mit einer Übung namens Roboter. Hier wird abwechselnd, die Arme werden gegengleich gedreht. Dann geht's auch schon mit Beinheben dazwischen. Alles gut für die Balance. Etwas, was ihr zu zweit machen könnt, ist folgende Übung. Will auch mitmachen. Aber gerne, mein gefiederter Freund. Richard, das ist überhaupt nicht mehr lustig. In the jungle, the mighty jungle, the tiger sleeps tonight. In the jungle, the tiger sleeps tonight.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Wow, Trax, das war aber ein cooles Duett jetzt mit dir. Glaubst du, haben die Kinder auch schon gemerkt, warum wir das gemacht haben? Sicher! Das glaubst du im Ernst, Trax? Na klar, Sachunterricht. Ja, ich weiß, Trax, das habe ich mit dir vorher besprochen, dass wir den Kindern diese Einleitung heute mal ganz anders bringen. Aber glauben Sie, wissen Sie schon, was jetzt passiert? Es geht um ein Tier. Okay, Trax, guter Hinweis für die Kinder. Wer von euch Kinder hat jetzt beim Zuhören beim Lied schon gemerkt, um welches Tier ging's denn da? Kleiner Tipp, wenn du das Wort Tier nimmst und du bist ein positiver Buchstabenfresser, dann gibst du irgendwo einen Buchstaben dazwischen und du bekommst aus dem Tier den Tiger. Der Tiger. Größte Katze der Welt. Bis 3 Meter mit dem 90 cm langen Schwanz, aber mit 140 kg leichter als der Löwe. Tarnstreifen. Obwohl das Fell orange ist, sieht man den Tiger wegen der schwarzen Streifen zwischen den Bäumen des dichten Dschungels kaum. Springen. Kann der Tiger bis zu 8 Meter weit. Wasserscheu sind Tiger im Gegensatz zu den meisten anderen Katzen nicht. Familie, Tiger sind Einzelgänger. Die Mutter muss die Jungen sogar vor dem Vater schützen. Weiße Tiger. Bei Tigern kommt es immer wieder zu fehlenden Farbstoffen. Solche weißen Tiger sind sehr beliebt bei Zauberkünstlern. Also Trax, wenn ich mir das jetzt so angehört habe beim Lesen, glaube ich nicht, dass die Kinder da Wörter gehabt haben, die sie nicht verstanden haben. Oder glaubst du? Tarnstreifen! Okay. Das Wort hat 2 Teile, Tarn und Streifen. Was Streifen sind, wissen alle Kinder. Aber du hast recht, das Wörtchen Tarnen, das werden die Kinder vielleicht nicht gut verstehen. Dann helfen wir mal mit. Tarnen bedeutet, sich so gut wie unsichtbar machen. Wenn sich der Trax zum Beispiel in einer schwarzen Mülltonne verstecken würde, du wirst mich doch nicht wegwerfen! Nein, natürlich nicht, Trax. Es war nur ein Beispiel. Aber wenn sich ein schwarzer Rabe in etwas Schwarzem versteckt, zum Beispiel vor diesem schwarzen Buch, dann sieht man nur mehr den gelben Schnabel. Und wenn er sich umdreht und den schwarzen Schnabel, den gelben Schnabel auch versteckt, dann sieht man ihn fast gar nicht mehr. Und das nennt man Tarnen. Und diese Streifen des Tigers sind so wie die Bäume. Und wenn der dann zwischen den Bäumen herumschleicht, sieht man ihn so gut wie gar nicht, obwohl der Wald eigentlich grün ist und nicht orange. Jo, das war's, glaube ich, für heute schon.